Jetzt beginnt der spannende Teil der Nestfindung. Ist der Wohnungsscout überzeugt von dem neuen Nistplatz, holt sie weitere Geschwister dazu, die sich selbst von der Qualität der neuen vier Wände überzeugen sollen. Wenn das der Fall ist, rekrutiert auch diese wiederum weitere Ameisen und der Stein gerät so langsam ins Rollen. Unter solch besonderen Bedingungen, wie wir sie hier haben, können schon mal zwei oder mehr Nestfindungsprozesse parallel ablaufen und es beginnt ein, von außen betrachtet, ein Wettstreit zwischen den verschiedenen potenziellen Wohnorten. Ist aber eine gewisse Anzahl an Arbeiterinnen überzeugt worden, löst es das Umzugsverhalten aus. Man kann sich das in etwa so vorstellen, als wäre die Menge an Ameisen nun in der Lage, einen Schalter mit gemeinsamer Kraft umzulegen. Die Entscheidung ist gefallen und kurzerhand zieht die Kolonie mit Sack und Pack um. Wusstest du, dass die Königin bei diesem wichtigen Prozess gar nichts mitzureden hat? Sie sieht ihren neuen königlichen Sitz erst, nachdem sie dort angekommen ist. Das ist schon etwas verwunderlich, denn immerhin ist sie das Staatsoberhaupt der Kolonie. Tja, so ist das halt bei den Ameisen. Aber auf der anderen Seite können wir Menschen auch was davon lernen. Dinge abzugeben und auf die Kompetenz des anderen zu vertrauen. In diesem Sinne, alles wird gut. Namaste.